Hallo YouTube, hallo Freunde des Let's Plays, euer Swordy mit der 18. Ausgabe ADAC GT Masters 2014. Wir sind in unserer zweiten Saison, zweite Station, insgesamt vierter Lauf hier in Sandfort der zweite. Das erste Rennen war aus meiner Sicht zumindest grenzgenial, das war richtig geil, hat Laune gemacht ohne Ende und ich hoffe, der zweite Lauf wird mindestens genauso gut. Startplatz Nummer 3, wenn mich nicht allzu viel täuscht, aber ich denke auch, das lässt sich gerade noch ertragen. Ja. Tja, was auch immer gerade passiert ist, ich habe keine Idee. Weil eigentlich hätte nach dem ersten Klick auf Next Race dann genau dieses Symbol hier auftauchen müssen mit den Einstellungen, ne, von dem Race. Aber stattdessen bin ich dann auf den Lausitzring gekommen. Den wollen wir aber erst nächste Woche sehen, deswegen machen wir... Ja... Tut mir leid um die Punkte, aber ich habe keine Möglichkeit, im Gegensatz zu der Variante von Race 07, einfach mal reingehen und nochmal ein bisschen nacheditieren in der Meisterschaft. Sondern hier ist das Ganze irgendwie verschlüsselt und versteckt und überhaupt. Deswegen müssen wir es jetzt einfach mal so nehmen, wie es kommt. Und fahren das Rennen einfach mit den gleichen Einstellungen. Startplatz 3, gleiche KI, alles das gleiche. So, ohne Meisterschaftsstatus, ist halt so. Einfach nur, damit ihr heute am Sonntag auch den zweiten Lauf zu sehen bekommt und der wird hoffentlich genauso spannend wie der erste, auch wenn er eben dann nicht zur Meisterschaft zählt, aber dann müssen wir halt damit mal leben. Hier stehen wir. Ja, ich meine, die Reihenfolge ist jetzt nicht so verkehrt. Van der Linde und Rast vor den beiden Maxis. Eigentlich war Kalwitz und Wirt ganz vorne, aber macht jetzt den Kohl nicht fett. Wir legen einfach direkt mal los. Die erste Kurve wird spannend. Bremse, glaube ich, gerade ein bisschen früh. Na, der SLS macht es gerade vor, wie man es richtig gemacht hätte im ersten Lauf. Und zurück auf die 4, aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Im ersten Lauf ist es ja auch ganz gut gelaufen dann. 30 Minuten, Pflichtboxenstopp, alles so wie gehabt. Und die gleiche adaptive KI, die wir auch in Lauf 1 hatten, das heißt, die sollte gut dabei sein. Geschickt in die Luke dicht gemacht. Sehr früher Bremspunkt der Corvette. Der Seifert, den hatten wir doch gerade schon mal hinter uns, oder? Also im ersten Lauf meine ich mit gerade. Ist ja bei euch schon 2 Tage her. Bisschen lupfen. Ah, bisher sieht es doch sehr gut aus. Also, dass uns der SLS da hinten ans Leder will, das finde ich nicht schön. Sehr weit raus, die Corvette. Ich folge mal unauffällig. Eine sehr weite Linie von uns dreien. Ja, so einfach lässt er sich nicht verarschen, der gute Herr Wirt.
hat schon wieder zu weit außen angefahren, die Kurve. Oh, die Zeiten purzeln. Den Bremspunkt verpassen wir ein kleines bisschen. Irgendwo neben mir ist gerade ein SLS. Ach nee, doch nicht. Doch, sag ich doch. Er war nur so dermaßen im toten Winkel. Ach, das macht Laune. Das glaubt ihr gar nicht. Außenrum geht nicht so einfach in der Kurve. Und hier macht er wieder dicht. Ja, geschickt, geschickt. Da muss man sich schon was anderes ausdenken, um die KI hier in die Falle zu locken. Und kriegen wir den besseren Run-Off? Schwierig, wenn er rechts rüber zuckt. Oh. Millimeter vom Gras entfernt. Und jetzt dummerweise die Außenbahn. Ralf Frey hat eine schnellste Runde. Ihr wollt mich doch verarschen. Oh, ein Platz verloren. Das gibt's doch nicht. Gib ihn her. Den hole ich mir aber hier zurück. Jawoll. Er ist immer noch da, dieser olle SLS. Der will auch nicht locker lassen, der Kollege. Jetzt haben wir ihn aber erstmal wieder abgeschüttelt. Jawoll. Oder? Die Corvette kann mich immer noch... Nein, die Corvette kann mich nicht ausbeschleunigen. Wenn sie hinter mir ist, wird es schwieriger zumindest. Da geht mir gleich die Straße aus. Zu spät angefahren, die Kurve, und dann Grip verloren. Der Sound vom R8 gefällt mir nicht so gut. Der vom SLS, der ist wiederum deutlich schöner. Oh.
schön über die Wiese geholpert. Das hat auch Zeit gekostet und das nicht gerade knapp. Komm schon, Tiger, hol ihn dir! Tiger? Na, Muskelbulle, irgendwie sowas. Ui! Oh! Der Acht geht da verdammt früh in die Eieieisen. Berührung mit Wirt. Corvette ist außen, gut. Wird's diesmal was? Ich glaube nicht, wenn ich mir das so anschaue. Nein, das wird wahrscheinlich nichts. Oder doch? Nein, ich bin zu weit rausgekommen. Jetzt kommt er bestimmt innen durch. Ja, da ist er wieder. Scheinmodig. Oh Gott. Das macht Spaß. Hier ist Wechselspiel der Position. Ja, klasse. Ja, schön konstante Rundenzeiten, finde ich. 300stel gerade zwischen dieser und der davor. Wenn ich das richtig aufgeschnappt habe. Stopp erst nächste Runde, glaube ich. Das dürfte sich diese Runde gerade noch nicht ausgehen. Und die Corvette versucht schon wieder den Trick, den ich auch im letzten Rennen versucht habe. Diesmal könnte es klappen, weil ich einfach zu weit rausgekommen bin im Linksbogen. Ja, jetzt ist er vorbei. Ein Mist. Die Frage ist, wie lange wird es halten? Das mit dem Boxenstopp hätte gerade gut gehen können, aber keiner versucht's, deswegen... Holen wir das diese Runde nach. Wird wieder sehr weit raus. Das ist, glaube ich, nicht die Linie da draußen. Scheint auch Zeit gekostet zu haben, denn wir sind ganz locker durchgeflutscht.
bombastisch. Einfach bombastisch. Ich denke mal, ihr fahrt jetzt beide rein. Ja. Leichter Bump von hinten. Wieder keine Zeit verloren. Hoffentlich kommen wir gerade so noch vor dem Over-SLS vor uns raus. Ich habe so das Gefühl, es steht einer in uns. Hm. Noch 15 Minuten Konzentration. Tolles Rennen. Und die ersten fahren los, oder? Jetzt aber. Gut, Position behalten. Ah, dieser verflixte Corvette hier. Keine Harakiri-Aktion, sorry. Ganz ruhig alles angehen. Ah. Jetzt haben wir die Corvette schon wieder vor uns. Gerade erst überholt den Laden und schwupps ist er wieder vor uns. Diesmal in Form von Daniel Kalwitz. Oh, ich habe zu wenig gebremst, viel zu weit rausgekommen. Ganz schlechte Linie. Das war knapp. Ich will diese Corvette wieder haben. Also die Position von der Corvette. Aber noch einmal 13 Minuten. Ihr wisst ja, es kann alles passieren. Zum Beispiel, dass ich übers Gras holpere. Jawohl. Gleiche Stille wie gegen den Herrn Wirth. In der Runde vor dem Boxenstopp. Ja, fahr schon, Kelvin. Nein. Das wird doch nichts. Das geht nicht gut, Swaddy. Lass es bleiben. Gesagt, getan. Frühzeitig gebremst, um Kelvin nicht abzuschießen.
Irgendwie wird der immer größer da vorne. Das, ich weiß nicht so ganz, wo mein Auto vorne endet, deswegen muss ich hier wieder aufpassen. Erschrocken, dass gerade mein Notizzettel runtergefallen ist. Und das bringt uns auch in den Fehler. Diese Ablenkung immer beim Rennfahren. Entschuldigung, ich wollte dir keinen Kratzer machen. Merke, Notizzettel demnächst besser verstauen, dass sie nicht während der Fahrt runterfallen können. Diese klitzekleine Ablenkung, die kann echt reichen, dass du 2 mm neben der Linie bist und dann bist du halt draußen. Und das war gerade so ein Moment. Verdammter Nummer. Ich weiß, faul ausreden. Ich hätte das Auto einfach auf der Straße halten können. Na, hätte, wäre, wenn und aber. Ich wollte es ja nur spannend machen. Oh, der Verbremser, der war jetzt aber gerade einfach nur doof. Da kann ich niemandem irgendwie irgendwas auftischen. Jetzt aber wieder Konzentration. 10 Minuten haben wir noch. Wir lagen gerade auf der dritten. Jetzt sind wir auf der 7. Position. Ganz ruhig, Spotty, keine falsche Aggression. Ist alles gut. Können wir hier rein? Ich versuch's einfach mal. Ja. Nein. Ah! Mist, verdammte. Ich will doch nur vorbei, Kollege. Mensch. Es geht doch hier nur um Platz 6. Lasst ihr mich einfach mal durch. Ich will einfach nur da vorne wieder mitkämpfen. Den Rest könnt ihr dann unter euch ausmachen. Da geht nichts vor und nichts zurück momentan, ne? Wobei gegen das nicht zurück habe ich irgendwie nicht allzu viel. Lalala. Das war nicht geplant. Ich wollte an der Corvette zwar vorbei, aber ich hätte ja fast den SLS abgeschossen.
wenn der keinen Platz gemacht hätte. Oh, das war knäpplich. Ich habe zwar ganz normal meinen üblichen Bremspunkt genutzt, aber die KI ist ein bisschen früher unterwegs. Darauf muss ich achten und das wäre gerade fast fatal geworden. Die Corvette da vorne ziemlich weit raus. Du kannst mich da eh wieder ausbeschleunigen, oder? Mit deinem SLS nicht. Machst du nicht. Finde ich sehr schön. Hm? Da hat die Corvette den René in der Kastin Kelvin gedreht und ich dachte, ich fahre mal rechts dran vorbei, aber das war doch nichts, weil sie genau dahin gerollt sind. Ja, wobei die standen einfach nur, ne? Ich hätte links innen durchschlüpfen müssen. Na, ah, Mann, Elfter. Und nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Jetzt haben wir diese ganzen, ich will nicht sagen Lahmärsche, aber doch irgendwie sowas liegt mir gerade auf der Zunge vor uns. Da ist ja noch einer. Sorry. Zwei oder drei Runden. Wie sieht's aus? Nein, drei. Drei. Das hat Zeit gekostet, wie man sieht. Ja, Kollege Sandritter. Uns kennen wir doch. Wir kennen uns doch mal nicht so rum. Nicht das Auto wegwerfen, Sandy. Ist alles gut. Ist nur ein großer Camaro im Rückspiegel.
Ich sehe gerade nicht, wo die Straße lang geht. Ach, dieses Auto. Schauen wir noch eine Runde. Wird knapp, ne? Wird verdammt knapp. Wird nichts. Ah. Nein, das war's. Immerhin Sechster. Wäre dieser Unfall da vor uns nicht gewesen. Oh Gott. Genau drauf. Genau drauf. Wir lagen gut. Wir lagen echt gut. Ich glaube, selber haben wir zwei Fehler gemacht, aber auch das Rennen war richtig genial. Schaut euch an, wie dicht das Feld noch beisammen ist. Und wir mittendrin. Ah, das macht tierisch Laune. Wenn die KI wirklich jedes Mal auf diesem Niveau fahren will, wären das so geile Rennen. In diesem Tag, also dieses Wochenende, zwei richtig geile Sandfochtläufe gehabt. Ein tierischen Spaß gehabt, tierische Gaudi. Ach ja, genau, der eine Fehler war natürlich der Ausritt aufgrund des unterfallenden Blattes. Werden wir beheben bis zum nächsten Mal, dass es nicht mehr passieren kann. Tolles Rennen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Sowas macht einfach Spaß. Und sowas würde ich mir einfach viel öfter wünschen. Und das hatten wir leider in der ersten Saison überhaupt nicht. Schade, dass das Rennen jetzt nicht zu unserer Meisterschaft zählt, weil da sonst was durch die Gegend gegangen ist. Ich werde mir das im Video nachher nochmal angucken, was genau da schief ging. Aber tolles Rennen, das einfach irrsinnig Laune macht und mehr davon. Ich hoffe, euch hat es trotz dieses ganzen Tohuwabohu gefallen und schade, dass wir die Punkte nicht mitnehmen können, aber das Entertainment hat gestimmt. Ich hoffe, für euch war es genauso. Dann bitte Däumchen nach oben und morgen schauen wir mal, was auf uns zukommt. Ich habe noch keine Idee, ob vielleicht R3E, Carson Tracks oder doch Assetto Corsa oder GT Legends. Na, das hatten wir erst gestern. Ich weiß es nicht. Lasst euch überraschen. Dienstag und Mittwoch ist dann der Nürburgring in der GT Pro Meisterschaft in Race 07 dran. Und nächsten Freitag und Sonntag sind wir dann in der ADAC GT Masters auf dem Lausitzring, auf dem Eurospeedway Lausitz. Und dann hoffentlich wieder mit zwei Läufen, die auch zur Meisterschaft gehören. Das war's von mir für heute. Ich bedanke mich bei euch und wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Video. Euer Grinsebacke, der Swordy.